Ach so, Bro, was willst du dir stechen lassen? Ja, weißt du, ich habe mich da verliebt und ich will das jetzt verewigen lassen. Der okay. Frau, weißt du. Jetzt kommt er fast an mein Liebes-Tattoo ran, oder? Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Es ist noch sehr früh, heute der Vlog am Start und zwar gehen wir heute zum Tätowierer nach Stuttgart, weil wir endlich mein Tattoo weiterstechen lassen werden. Wollte ich schon seit ein paar Jahren, weil mein großes Tattoo ja schon, ich glaube, dreieinhalb Jahre alt ist. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit nach dem Fight. Und jetzt ziehen wir das mal durch. Mal schauen, ob wir ganz fertig werden. Und lasst euch überraschen, was es wird. Wir machen auf jeden Fall einen Zeitsprung. Weil ich keinen Bock habe auf hier irgendwie alles, Frühstück und so, Film. Ich kann ja eigentlich mal einen Tagesvlog nochmal machen, wie so ein Fighter's Day aussieht. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, aber den Teil 2. Aber jetzt Zeitsprung. Wir sehen uns dann in Ellwangen beim Markus. Ich bin jetzt hier bei der Villa Vogt. Schauen wir mal, ob der Bratan zu Hause ist. Villa Vogt. Ari. Groß. Die er seinen Kopf gestoßen hat. Jemand telefoniert, der. Erklär uns mal, warum dein Hund eine Macke hat. Warum der Hund eine Macke hat? Der wurde von meiner Schwester so erzogen. Und man sagt ja immer, dem Hund äußert sich die Persönlichkeit vom Besitzer. Also. Der hasst Männer, glaube ich. Der hasst Männer, ja, ja, bei Frauen ist er nicht so. Ach so, Bro, was willst du dir stechen lassen? Ja, weißt du, ich habe mich da verliebt und ich will das jetzt verewigen lassen. Der okay. Frau, weißt du. Okay, was hast du dir stechen lassen? Gesicht von ihr, oder? Gesicht und mit so einem Herz und mit dem Datum. Okay, welches Datum war das? Ich glaube, es war irgendwie 15. März oder so. 15. März? Da habt ihr euch das erste Mal getroffen, oder? Ja, das erste Mal geschrieben. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Habt ihr euch im Internet kennengelernt? Okay. Auf welcher Seite? Ich glaube, Love Scout 24. Kennst du das? Ja, natürlich bin ich Premium-Account. Ah, nee, das war eine andere. Tinder war das. Tinder? Ja, ja. Achso, ich bin bei Elite-Partner. Ach so. Okay. Akademiker und Singles mit ihm. Ich bin auch noch bei Fremdgehen29.de. Ah, da bin ich meine Frau. Mal ernsthaft, bei meinem Drachen soll so Flamme, der soll so Flammen rausspucken und da so eine Uhr, die zerspringt. Mag ich das Bild weiterführen, die Geschichte weitererzählen von meinem Tattoo und dass einfach so eine Uhr noch da ist mit meinem Geburtszeit und die zerspringt so. Einfach, das soll heißen, dass der Drache das Feuer in mir so ausspuckt und aber die Zeit zeitlos macht, weil ich so ein zeitloser Mensch bin. Mit Rente und hier und da, kennt ihr. Rente, Alter! Beste Rente ist gutes Einkommen. So, vielleicht werde ich ja entdeckt von Kay oder so. Ja, das ist eigentlich Bushido, ist nicht gut. Ghetto Story, Ghetto Junge, dieser Mann war ziemlich broke. Leider spielte MTV keines meiner Videos. Keine Kohle, nur im Team, nur man zieht beim Arbeitsamt. Arbeitstag, Fehlanzeige, der Konsum von Gras begann. Immer kalkulieren, was kann ich bei Lidl kaufen? Heute könnte ich mir einen ganzen Lidl kaufen. Hast du was, bist du was? Die Wichser wollten meine Wohnung fänden. Ich kauf mir eine Villa und kann Divo meine Wohnung schenken. Zeiten ändern sich, damals hatte ich keinen Pfennig. Heute sagt mir Kay fast immer, Zeit für Tennis, Zeit für Golf, Zeit für nichts, Zeit zum Shoppen, Igi und ich laufe ins Büro rein, Zeit zum Morgen. Früher war Mama bei der Bäckerei, heute hat sie so viel Geld, sie könnte selber Rapper sein. Fick das Finanzamt, die Pumpgun, den Wandschrank, verdammt Mann, ich lade nach, mich macht diese Salbe auf der Bank. Ich wurde von euch ausgelacht, ihr müsst geboten, habt geredet, ich hab drauf gekackt, seid ihr Fotzen aufgewacht? Guck, ich verkaufe was, 500.000 krass, kaufe mir den Traumpalast, Zeiten ändern sich. Ist das jetzt die Skyline von Vegas oder was? Nee, New York, New York City. So Leute, wir fahren hier gerade New York City rein. Krass, hätte ich mir größer vorgestellt. Ja, man muss halt schauen, wo man bleibt, oder? Ja, aber die kennen doch dein Auto hier, oder? Ja, aber... Falls ein neuer da ist beim Auto. Genau.
So, das Tattoo-Studio. Ich hoffe, dass die gut sind. Weil wenn die nicht gut sind, Bro, dann müssen wir leider wieder gehen. Michi, ich glaube, ich habe ein Tattoo für dich gefunden. Jetzt kommt er fast an mein Liebes-Tattoo ran, oder? Ja, ja. Wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt hier endlich Musik? Sieht schlecht aus. Ich muss warten. Muss warten, ja. Guck mal, du bist gerade live. Ah, jetzt, hey, wo bin ich? Live. Ja, das geht gar nicht live. Live dabei. Das war gut. Oder was ist mit Gewitter oder keine was Ahnung, mal sowas. Gewitter. Blitze und so. Schlecht, wenn. Das wäre auch geil. Ja, voll gern mit Blitze. Blitze. Ja. Das ist geil. Das wäre geil. So, die Idee geklaut. Passt. Ja. 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 Okay. So stürmisches Wetter praktisch sozusagen, oder? Kannst du mal aufhören, mich zu filmen? Also, Leute, wir machen da auf jeden Fall noch weiter. Hier. Wir haben uns jetzt auf Gewitter geeinigt. Mit Blitze. War eigentlich deine Idee, Bro. Ja, du wolltest schönes Wetter machen. Ich hab gesagt, wir machen ein bisschen was Brutaleres. Ja. So, Leute, das ist der Shahin, sehr, sehr guter Tätowierer. Walk-in-Tattoo-Studio in Stuttgart und in Ludwigsburg. Zieht euch das rein, das ist auf jeden Fall richtig geil. Richtig freundlich, haben sich richtig viel Zeit genommen. Man kann einfach reingehen ohne Termin und das ist für mich natürlich am besten, weil ich nicht weiß, wann, wie, wo. Wir haben jetzt noch einen zweiten Termin ausgemacht, weil es noch nicht ganz vollständig ist. Das ist dann erst in einem Monat. Verfolgt mich auf Facebook, Instagram und so weiter, ist unten verlinkt. Da poste ich dann die Bilder. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles unten verlinkt, auch der Shop. Und wie gesagt, schaut doch vorbei, Stuttgart, Ludwigsburg. Ich verlinke euch die Adresse auch unten. Haut rein.